Ja, heute gibt es mal wieder ein Basic-Video von mir und zwar meine Lieblingspinsel. Ich habe mir gedacht, ich habe glaube ich schon ewig kein Video über meine Pinsel gemacht und vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, was ich hier so verwende. Und ich wollte es euch mal zeigen. Also ich würde sagen, ich fange an bei Gesichtspinseln. Da ist auf alle Fälle, ich habe ihn jetzt gerade nicht frisch geputzt, ich gestehe gleich die Schande. Und zwar ist er von Zoeva. Das ist ein Kabuki, bei dem leider Gottes der Schriftzug komplett abgegangen ist, was ich sehr schade finde. Also jetzt könnte auch irgendwo her sein, aber er ist von Zoeva. Ich glaube, ich habe 8,20 € dafür bezahlt. Und der ist der Wahnsinn. Also der hat einen super Widerstand, wie ihr seht. Also ich kann hier wirklich fest draufdrücken. Also seht ihr das? Der hat wahnsinnig viel Widerstand. Er ist richtig dick gebunden, richtig schön groß. Also was seht ihr das, wie schön riesig der ist? Also hier mein Gesicht und dazu dieser riesen Pinsel. Also den finde ich richtig klasse. Und circa für 8,20 € kriegt man hier ein richtig tolles Produkt. Der verliert wenig Haare. Es ist ja gesagt gerade nicht frisch gewaschen, sonst wäre er viel schön schwärzer wahrscheinlich. Aber ja, also ein wirklich sehr schönes, hochwertiges Produkt für eigentlich, finde ich, einen angemessenen Preis. So, dann mag ich wahnsinnig gerne, ihr kennt den ja schon, meinen misshandelten, misslungenen Pinsel, den ich aber einfach gern Ich mag. habe ihn Und euch auch schon mal gezeigt in meinem Favoritenvideo, glaube ich. Und zwar ist es das Endstück von einem Evelyn-Pinsel. Ich glaube, es ist einfach nur ein Puderpinsel. Also auf der anderen Seite hängt eigentlich noch so ein Foundation-Pinsel dran, den ich aber eh nicht verwende. Und der ist eben abgegangen. Also da fehlt jetzt so ein Teil, wie ihr seht, ist da ein Loch drin. Aber ich finde das alles nicht schlimm, weil ich mag eh bloß Und den den. Stelle ich mir jetzt einfach mit meinem Puderpinsel zusammen in so einen kleinen, ja, Halter rein. Und die passen recht gut zusammen. Und ja, also den finde ich auch total klasse. Ich glaube, jetzt bin ich mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube, die kosten 4 €. Ich glaube, um den Dreh, also ungefähr 4 € glaube ich, kostet der. Wie gesagt, auch sehr schön gebunden. Hat nicht so viel Widerstand, aber ist auch völlig okay, was ich eben erkennen kann. Und auch schön gebunden, also wirklich ganz toll, verliert auch eben sehr wenig Haare. Ich mag es, also meine Pinsel müssen alle weich sein, das ist schon mal grundsätzlich wahnsinnig wichtig. Also alle Pinsel, die ich euch jetzt zeige, sind eigentlich alle mal sehr schön weich, weil ich mag es nicht in meinem Gesicht, wenn es sticht. Das packe ich überhaupt nicht. Also das ist für mich totales Ausschlusskriterium. Also diese Evelyn-Pinsel, falls ich schon mal dabei bin, diese schwarzen, die finde ich zum Beispiel gar nicht gut. Also die, finde ich, sind total kratzig, chemisch, synthetisch, Plastik. Also ich. Nein, ich weiß nicht, warum die das machen. Das sind jetzt, glaube ich, gar nicht so billig. Also, sie sind schon günstig. Ich glaube, 1, 2, 3 € werden die wahrscheinlich kosten. Aber die finde ich gar nicht gut. Aber ich sag, die sind toll. Also, wie gesagt, von Evelyn kann ich euch wirklich nur die empfehlen. Also, diese Gesichtspinsel, da kann ich wirklich nur die empfehlen, die weißen Haare haben. Also, die mit den schwarzen Haaren, mit denen kann ich nicht arbeiten. Ich weiß nicht, warum. Also, mich würde auch sehr interessieren, wie es euch damit geht. Also, ob ich die Einzige bin, die jetzt nicht so ganz mag, oder ob das allgemein irgendwie. Vielleicht einfach nicht so gutes Produkt Also ist. wer die Pinsel auch zu Hause hat, die schwarzen meine ich jetzt, und dazu eine Meinung hat, darf das gerne in die Kommentare schreiben, auch für die anderen. Wie gesagt, weil ich nehme sie einfach nicht mehr her und deswegen kann ich jetzt auch gar nicht mehr sagen, wie sie inzwischen sind, weil, also ich durfte mal welche testen und ich fand sie einfach nicht gut. Also die finde ich klasse, die schwarzen nicht. So, dann machen wir weiter mit meinen anderen Gesichtspinseln und zwar sind es diese hier. Also die sind aus dem Zoeva Bamboo Set. Ich glaube, es kostet 16 € und da sind 12 Pinsel drin. Also das sind eben drei davon. Und das sind auch die, die ich am meisten verwende. Die anderen finde ich auch ganz nett, aber die verwende ich halt nicht so oft. Also am liebsten mag ich den, den verwende ich auch am häufigsten. Das ist so mein Highlighter und Blushpinsel. Also das ist mein Bronzerpinsel. Also das nehme ich für hier, also für den Bronzerauftrag. Ich sage das wahrscheinlich total blöd, aber egal. Und das ist mein Rougepinsel oder Blush. Also der kommt eben dann für hier. Da kann ich auch schön schräg anlegen. Also den mag ich auch richtig, richtig gerne. Habe ich das gesagt? Ich glaube schon, das ist mein Puderpinsel. Also der ist das ganze Gesicht und ja, ich finde den toll. So, also das ist Blushpinsel. Muss ich schon wieder läuten. Das ist momentan meine Lieblingsbeschäftigung für die Glocke, dass wenn ich Videos drehe, dass sie läuten anfängt. Tja, also zurück zum Pinsel. Und zwar das hier ist ein Stippling Brush, den verwende ich eben für Foundation oder Mousse, also für Flüssigfoundation. Und da tupfe ich auf mir auf den Handrücken und dann nehme ich das mit dem auf und dann kann man das sehr schön eben ins Gesicht einstopfen, stopfen, tupfen, einarbeiten, wie man es nennen will. Sagt, der ist auch sehr schön gebunden, also hat einen schönen Widerstand. Die sind alle irre schön weich, wie schon gesagt. Ich liebe weiche Pinsel, sehr schön weich. Und ja, also den mag ich auch sehr, sehr gerne. Und dann habe ich noch hier einen weiteren Puderpinsel, den habe ich früher immer verwendet, bevor ich den hatte. Den mochte ich auch wahnsinnig gerne. Also wer jetzt 8 € nicht dafür ausgeben mag, der kann sich auch einfach das Bamboo-Set kaufen. Ich glaube eben für 16 €. Und dann hat er eben,
die drin und noch eben 9 andere Pinsel. Ich habe schon mal ein Video gemacht über Bamboo, das werde ich, über das Bamboo-Set, das verlinke ich euch einfach unter dem Video. Da könnt ihr mal gucken, was da so für andere Pinsel drin sind und ja, also den mag ich auch sehr, sehr gerne. Und ich finde auch ganz schön eben das Logo hier drauf und mit dem Holzstiel, dann stehen hier die Pinselnamen, also finde ich wirklich ganz schöne Pinsel. So, dann mache ich weiter mit Augenpinsel. Da habe ich einmal, in jedem Fall liebe ich diese drei. Das sind eben die von Essence, die kennt ihr hundertprozentig. Das ist einmal der Blenderpinsel, der Eyelinerpinsel und der Lidschattenpinsel. Also einfach nur diese drei. Ich glaube, von dem habe ich ungefähr 5 oder 6. Also ich habe die farblich mir gekennzeichnet. Also das ist zum Beispiel der für die lilanen Lidschatten. Und verwende die dann eben separat immer für die einzelnen Farben. Da muss ich sie nämlich nicht jeden Tag waschen. Das ist sehr praktisch, weil wenn man einen Pinsel hat für viele Farben, dann muss man die eigentlich, oder müsste man sie eigentlich jeden Tag waschen. Bin ich leider zu faul dafür. Also jeden Tag definitiv zu faul. Und deswegen haben die bei mir eben hinten so bunte Spitzen. Also ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Also der ist zum Beispiel jetzt lila angemalt mit Nagellack. Und dann ist das jetzt immer ein lila Pinsel. Wie gesagt, das hier ist eben der Lidschattenpinsel. Die sind sehr schön, aber das ist definitiv nicht mein Lieblings-Lidschattenpinsel, weil die zeige ich euch gleich noch, meinen allerliebsten Lieblings-Lidschattenpinsel. Aber die mag ich auch gerne mal für 1,25 Euro oder 15, was die kosten, sind die irre gut. Also ich finde sie leider ein bisschen hart, muss ich leider zugeben. Das ist das Einzige, was mich bei denen ein bisschen stört, dass die ein bisschen stichelig sind. Aber es geht, also es ist nicht so tragisch und deswegen auch noch völlig okay. Und ja, also ich sag, das ist, glaube ich, mein drittliebster Lidschattenpinsel. Und dann eben den Eyelinerpinsel. Da muss ich nicht viel sagen, das ist ein angestreckter Eyelinerpinsel. Der ist eben hauptsächlich für unten nehme ich meistens eher Kajals her. So, dann kommen wir doch zu meinem allerliebsten Lidschattenpinsel. Also für den Gesamtauftrag. Und zwar, den gibt es leider nicht mehr, deswegen bringt es euch wahrscheinlich gar nicht viel. Von Esprit war der. Vielleicht gibt es auch irgendwo bei Clara Kreisel noch welche, ich weiß es nicht. Das ist einfach der allerbeste. Die sind butterweich. Also wirklich, die Haare sind der Hammer. Der Widerstand ist perfekt. Die Länge ist perfekt. Also das ist für mich der perfekte Lidschattenpinsel. Und eigentlich bin ich immer nur damit beschäftigt, solche wieder zu finden. Weil für den habe ich ja Gott sei Dank mir damals 3 gekauft. Die haben, glaube ich, 6 Euro gekostet. Aber trotzdem bin ich immer auf der Suche, so einen wieder zu finden, weil die einfach der Hammer sind. Also, ja. Also wenn ihr da einen Tipp habt, also eben so einen Lidschattenpinsel, dann bitte Bescheid sagen. Aber wie gesagt, weich müssen sie sein. Also ich habe auch schon ein wenig danach gesucht, selber schon, muss ich dazu sagen. Und dann kommt mich nämlich mein Lieblings-Lidschattenpinsel, der zweite. Und zwar ist es der von Alvea. Den habe ich jetzt relativ neu erst. Aber ich habe mich schon sehr damit angefreundet. Der ist vor allem ganz toll, wenn man Lidschatten dezent auftragen will. Also so ganz, weil der ist sehr groß, wie ihr vielleicht sehen könnt. Also wenn ich jetzt mein Auge dazu habe, ist auch relativ, ja, groß. Also mit dem trage ich ganz gern so auf. Also ich nehme ihn so und stupfe mir dann eben so meinen Lidschatten drauf. Und eben vor allem, wenn es ganz fein aufgetragen wird. Also wie gesagt, mit dem kann man richtig kräftig Lidschatten auftragen, richtig farbintensiv. Und mit dem kann man sehr schön fein auftragen und damit auch gleich verblenden. Also mit dem kann man auch schön in die Lidfalte gehen. Also die kosten, glaube ich, 3 Euro von Alverde. Und die gibt es auch noch. Also wie gesagt, den finde ich auch sehr, sehr schön. Also wie gesagt, mein Ranking ist halt definitiv Esprit Platz 1, Alvea Platz 2 und Essence Platz 3. So, dann zu meinen letzten 3 Pinseln. Jetzt fange ich noch mit die letzten 2, vorletzten 2. Und zwar sind die von Zoeva, das sind Smudger Pinsel. Die verwende ich vor allem eben für hier unter dem Augenlid. Unter dem Augenlid. Am unteren Wimpernkranz, wollte ich eigentlich sagen. Dann verwende ich sie für die Augenbrauen. Da sind sie perfekt, weil eben so schön kurz und stark und fest sind. Und ich verwende sie auch ganz gern, um meinen Eyeliner zu verblenden oder noch irgendwie schwarz drüber zu geben. Also ich mag zum Beispiel keine glänzenden Eyeliner. Geht bei mir gar nicht, finde ich, verkleinern die Augen. Deswegen tupfe ich da meinen schwarzen Lidschatten dann drüber und dann sind die auch wieder matt. Nur so als Tipp. Ja, also wie gesagt, da finde ich die absolut toll. Der kleine hier war aus dem Zoeva Eye Definition Set, da gibt es auch ein Video, kann ich auch gerne hier unten drunter verlinken. Das auch sind uralte Videos, Mädels, ich sag's, das sind echt alte Videos, das hier, ja, ist eigentlich schon fast peinlich so alt, aber egal. Ich glaube, das war in meinem ersten Jahr, wo ich Videos gedreht habe, also ich wünsche euch viel Spaß damit. Ja. Und den habe ich mir dann nachgekauft. Nachdem ich den schon länger hatte, habe ich mir den noch nachgekauft. Das ist dann ein Einzelpinsel, den kann man für 4,20 Euro bei Zoeva kaufen.
Oh, den finde ich auch ganz toll. So, und jetzt zu meinem letzten Liebling. Ich habe sie gerade frisch gewaschen, deswegen sehen die noch ein bisschen lustig aus. Und zwar ist es der hier, der sieht jetzt gerade echt witzig aus. Das ist mein Blenderpinsel. Das ist eben so ein ganz struppiges Ding. Der ist auch aus dem Eye Definition Set. Das ist eben ein Eye Blender. Auch von Zoeva. Also den liebe ich, weil der ist der Pinsel, der am besten verblendet. Also ich gehe damit wirklich hier auch voll ran, sage ich mal, um das Ganze richtig schön zu verblenden. Und ich liebe ihn, wenn es richtig schon... Wenn ich einen Lidschatten habe, der da zu dick aufgetragen war, also der, wo man einfach dann zu dunkel geworden ist, dann gehe ich mit dem drüber und kann das echt nochmal ganz klasse verblenden. Also das... Der ist einfach toll. Also wenn nichts mehr mein Augen-Make-up retten will, er schafft's. Also wie gesagt, Blender, Lidschatten ist das mein Liebster. Und jetzt kommt eigentlich so meine allergrößte Liebe. Und zwar der hier. Das ist leider auch eben aus dem Set. Deswegen kann ich euch das Set eigentlich auch sehr ans Herz legen. Eigentlich nur wegen diesem Pinsel vor allem. Also ich liebe ihn. Man kann schon gar nicht mehr lesen. Zwar ist es auch von Zoeva. Das ist ein Blender-Pinsel. Der ist sehr lang und schön von der Festigkeit her. Also der ist auch, hat guten Widerstand. Wie ihr es vielleicht seht, also der ist relativ gut und rund gebunden, länglich gebunden und ich liebe ihn. Also wie gesagt, mein Luma Lidschatten, der Noble Emergency und diese Pinsel, das sind meine Lieblinge. Also das sind wirklich, die sind so zuverlässig, wenn ich schnell gehen muss, ich überhaupt keine Zeit mehr habe eigentlich für einen Amu, zack, den Pinsel, den Lidschatten und ich gehe einfach nur in die Lidfalte rein und sehe gleich viel besser aus. Ich finde, ungeschminkt sehe ich aus wie 15 und deswegen gehe ich ungeschminkt nicht gerne aus dem Haus und das ist so meine Rettung, wenn es ganz schnell gehen muss. Einfach nur rein, ganz kurz in die Lidfalte gehen mit dem Pinsel, der verblendet wunderschön und dann sehe ich schon ein bisschen älter aus. Also wie gesagt, den kann ich euch wirklich ans Herz legen. Ja, also schaut euch, wie gesagt, gerne meine uralt Videos an über das Bamboo-Set und mein Eye Definition Set. Das sind echt sehr schöne Pinsel. Essenspinsel, wenn ihr sagt, ihr wollt nicht im Internet bestellen, mit denen kann man auch wirklich gut arbeiten. Also man kann echt sagen, man kriegt in der Drogerie eigentlich auch das Wichtigste, sage ich mal. Das Einzige, was mir in der Drogerie fehlt, ist einfach ein Smudger, muss ich sagen. Und so ein richtig guter, fluffiger Blender, der fehlt mir auch noch in der Drogerie. Aber wie gesagt, die sind schon mal sehr klasse, wenn ihr sagt, ihr wollt nicht Internet bestellen. Vielleicht habt ihr es ja schon bemerkt, dass ich absoluter Zoeva-Fan bin, weil die wirklich für recht günstige Preise ganz, ganz tolle, hochwertige Lidschatten herstellen. Lidschattenpinsel, was ist denn heute los? Ich laber halt nur Schmarrn. Lidschattenpinsel herstellen oder halt eben auch andere Pinsel. Und wie gesagt, die kosten einzeln 4,20 Euro, glaube ich. Es ist auch ein angemessener Preis, finde ich. Bei Zoeva gibt es auch ganz viele andere tolle Sachen, wie, was weiß ich, tolle Pigmente und sonst irgendwas. Also da findet ihr auf alle Fälle was. Also wie gesagt, das sind schöne Lidschattenpinsel. Die kann ich euch alle wärmstens ans Herz legen. Also wenn ihr Pinsel braucht, dann guckt mal nach denen. Das sind so meine Lieblinge. Ich wollte euch noch ganz schnell fragen, ob ihr mal eine Review zu all meinen Sleek-Paletten haben wollt. Also nur so kurz zwischendrin, dass mir gerade aufgefallen ist. Ich habe da einige und ob ihr die mal sehen wollt. Also sagt doch mal Bescheid. So, und das war's auch schon wieder. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.